Hey, und willkommen hier zu einer neuen Let's Build-Reihe, die ich Modern Yacht einfach mal nenne. Ja, das soll ein Schiff werden heute hier zur ersten Machbarkeitsstudie, ob das überhaupt möglich ist. Und natürlich, brauchen wir jetzt erstmal hier so ein Fundament, würde ich sagen, weil die Yacht stellen wir auf ein Fundament, damit das Ding so ein bisschen aus dem Wasser rausguckt, würde ich sagen. Ich mache da jetzt einfach mal so ein Fundament, ich gucke mal, wie groß wir die ungefähr machen. Ich will jetzt mal einfach so einplanen und dann vorne natürlich eine Spitze, die wird knifflig. Aber da habe ich auch schon eine Idee, wie wir das machen. Wir gucken einfach mal. Sehr cool, dass ihr reinschaut. Sehr cool, dass ihr mir wieder folgt. Ich weiß, es sind viele skeptische Blicke wieder jetzt. Was eine Yacht, wie will er das machen? Aber ich habe das schon so ein bisschen ausprobiert natürlich. Ich muss natürlich auch so immer ein bisschen gucken, geht das überhaupt? Und deswegen mache ich jetzt hier erstmal so, ich würde erstmal sagen, wir machen hier mal so die Spitze quasi. Die Spitze des Icebergs, das sehen wir ja schon mal, ne, dass wir hier planerisch eins breiter gehen müssen. Würde ich jetzt auch mal sagen, komm, wir machen das Ding einfach eins breiter, ne, so mindestens. Wenn nicht, wird das Ding noch breiter, oder? Wie breit wird das? Und so ist das, glaube ich, doch ganz, ganz gut mal, oder? Oder nicht? Oder doch? Oder vielleicht? Oder mittel? Und da drumrum kann man das nicht zumachen. Hier, ich hätte das gerne hier zugemacht, dann kommt da vielleicht, da kommt nicht der Rest. Doch, Mensch, jetzt. Lass mich doch hier den Scheiß hier bauen, Mensch. Wie ich das will. Das muss doch hier jetzt so zugehen. So, jetzt haben wir es aber, genau. Und jetzt kommt der Raum wieder weg, den bauen wir nämlich nicht. Wir bauen nämlich keinen Schiffsdampfer hier, sondern wir bauen eine Yacht. So, jetzt habe ich hier diese Form erstmal. Jetzt muss ich natürlich gucken, dass wir hier jetzt erstmal einen Pool drumherum machen. Und das machen wir ganz einfach so. Das halbieren wir uns. Aber da müssen wir aufpassen jetzt, weil wir müssen nämlich unten anfangen, ne? Weil es ist ganz, ganz wichtig, dass wir unten anfangen, weil der Pool, der muss ja unten sein. Jetzt gucken wir mal, ob das so klappt überhaupt. Ja, so soll das sein, genau. Und da packen wir jetzt einen Pool hier so, wieso geht das nicht? Lässt er mich wieder nicht machen hier, Mensch. So, dann machen wir das manuell einfach. Wir fluten das Grundstück. Ich habe übrigens das Grundstück auch gewählt, weil das einfach noch am ehesten irgendwie am Wasser ist. Leider haben wir keine Grundstücke am Wasser. Und wie gesagt, das wäre noch das Einzige jetzt gewesen, das jetzt irgendwie so halbwegs im Wasser irgendwie liegt. Ne, die anderen, das da hinten ist auch noch, wäre auch noch möglich, aber das ist ein bisschen kleiner. Und da habe ich übrigens die Partypyramide gebaut mal. Das wird jetzt hier, die wird jetzt hier abgerissen für dieses Bauprojekt. Ich muss wieder am Rand anfangen, damit der Pulli auf dem Boden ist. Und die Partypyramide, das ist einfach so eine Pyramide, ne, die einfach so im Party-Stil hier eingerichtet ist. Und die wird jetzt aber weichen müssen dafür. Ja, vielleicht machen wir da noch so einen kleinen Hafenbereich auch hin, das weiß ich noch nicht so genau. Aber irgendwie mal so muss das hier jetzt gemacht werden. Und jetzt habe ich gleich mal die erste Idee, das habe ich schon, wie gesagt, im Vorfeld probiere ich da immer so ein bisschen rum. Ne, so ganz grob, wirklich ganz grob, ich würde es mal sagen, 15 Minuten oder so. Da gibt es doch so eine Deko-Dings, um das grundsätzlich einfach zu klären, weil ich fange ja keine Reihe an, ohne dass irgendwie alles so halbwegs mal möglich ist. Ja, jetzt bin ich gespannt, ob das wirklich letztendlich klappt. Da gibt es doch in Gaumenfreuden gibt es dieses Schild. Und das kann man zweckentfremden, das hier. Weil man kann ja nur diese Winkel hier machen in diesem Spiel, ne? Oder halt eben gerade Wände, ne? Also was anderes gibt's nicht. Aber eine Yacht ist ja vorne eigentlich, na, eigentlich schwebt die sogar vorne über dem Wasser, aber so eine Form kriegen wir nie hin. Aber ansatzweise, bb.moveobjects gebe ich hier ein zum freien Platzieren von Objekten, damit das hier nicht rot ist, genau. Und die kann man aber freier drehen, die Objekte, ne? Die kann ich so im Winkel irgendwie drehen. Und das finde ich nämlich jetzt ganz spannend, weil die können wir jetzt nehmen und einfach vergrößern. Ich guck mal, ob das jetzt hier auch hinhaut, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, so vielleicht noch eins, ne? Dass wir das wirklich, dass wir da oben auch noch machen wir das Wasser einfach tiefer, oder? Wir machen einfach das Wasser tiefer. So. Ist doch cool, oder? Wir machen das einfach so. Und das Ding ist dann unsere Spitze. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Ich bin selber überrascht jetzt. Müssen wir mal gucken jetzt hier. Wir müssen vorne natürlich rauskommen an der Mitte. Das wird jetzt die Schwierigkeit sein, dass wir das genauso hinkriegen. Aber dann haben wir eine schönere Spitze, ne? Einen anderen Winkel einfach. Ist das. Sonst hat das überhaupt keinen Grund hier. Muss ich natürlich auch gucken, dass das hier auch halbwegs der gleiche Winkel ist, weil das wäre so ein bisschen scheps gebaut hier. Ja, dann haben wir dann ein Problem hier. Jetzt müssen wir nämlich gucken, dass das hier irgendwie stimmt. Am besten ist es, wir machen es erstmal da oben, glaube ich. Weil da oben, findet man dann schön mit den Kästchen auch raus, ob wir da gleich liegen, zumindest halbwegs. Muss das ja stimmen. Also wenn, nee, der Winkel ist noch falsch, ne?
Wir müssen den Winkel hier ein bisschen spitzer machen von dem hier. Man kann die leider auch nicht kopieren. Also man kann die schon kopieren, aber dann hat man ja den falschen Winkel in die falsche Richtung. Deswegen müssen wir jetzt mal gucken, dass wir hier jetzt auf jeden Fall mal da anfangen. An der Spitze. Und dann gucken wir, dass wir hier auch rauskommen. Ne? Wenn ich das jetzt hier so platziere, müsste das hier eigentlich gleichmäßig aufhören, wenn wir es den richtig gemacht haben. Ne? Und da müssen wir jetzt einfach gucken, dass man das hier jetzt hat. So, stimmt schon mal grob, oder? Bin ich jetzt hier blind? Nee, das müsste eigentlich stimmen so. Von den Kästchen her ist es richtig. Ja, das Ding ist auch andersrum, ich weiß, aber das ist jetzt mal, müssen wir das umdrehen. Dann machen wir das so. Ja, dann machen wir das so, dann ist das nämlich jetzt nicht... Ah, jetzt warte doch mal, mach das doch richtig, Robert. So, so noch ein bisschen einlenken. Ja, noch ein bisschen zurück. So, müsste das jetzt stimmen. Ja, das ist am Anfang, glaube ich, ganz wichtig, dass man das irgendwie macht. Weil sonst kriegt man das nicht so schön hin. Jetzt mal gucken, dass wir hier da, gut, an der Kante danach sind. Dann müssen wir auch die normalen Seiten dann auch mit dem Dingens da machen, ne, dass das hier auch passt. Das ist jetzt am Anfang halt die Schwierigkeit, weil das muss stimmen. Das, auf dieser Basis bauen wir dann nämlich die Yacht. Und wenn das nicht stimmt, dann haben wir halt geschissen, ja, sag ich jetzt mal. Gut, jetzt müssen wir eigentlich noch weiter nach innen, ne, weil das, sonst ist das hier nicht, dann müssen wir das noch spitzer machen, das Ding. Oh, aber wir haben schon mal eine grobe Ausrichtung, das ist doch schon mal was, ne? Dann können wir das hier so planen, dann muss ich das noch ein bisschen spitzer machen. Wir müssen hier halb einschlagen, halbes Kästchen, das ist so ungefähr, mit dem anderen dann auch. Dass das so halbwegs stimmt einfach, ne? Das muss einfach halbwegs stimmen, anders kriegen wir das nie gebacken sonst. Du musst dich umdrehen, das untere, der Sockel, der muss nach außen hier. Und dreh dich mal so rum, so. Jetzt gucken wir mal, ob wir da vorne dann jetzt rankommen. Ja, so müsste es jetzt hinhauen. So, da vorne die Spitze, die ist dann halt auch nicht ganz spitz, aber so stimmt das, glaube ich, ganz gut. Ja, so genau guckt da eh keiner hin, aber wie gesagt, grob muss es natürlich stimmen. Also wir können hier nicht irgendwie einen Scheiß hier bauen. So, jetzt machen wir das hier auch größer und das kommt hier an den Rand hin und das vervollständigen wir bis zum Schluss. Dann haben wir da nämlich die Basis unserer Yacht. Schön, oder? Ist das geil oder ist das geil? Das ist doch geil. So. So, die Basis unserer Yacht. Es soll ein Wohngrundstück werden. Jetzt fragen sich bestimmt viele, was das werden soll. Ein Wohngrundstück soll es sein. Habe ich zumindest mal eingeplant. Man könnte da auch so ein Partyboot machen. Das wäre auch mal witzig, oder? Das wäre auch sehr, sehr cool, glaube ich. Das wäre mal was, ja, eine schöne Sache, ne? Dann schließen wir das da hinten einfach so ab, oder? Können wir mal so machen. Oh, ja, genau, wir könnten da auch noch so ein Ding machen, so einen Ausstieg hinten. Dann könnten wir, das gibt es nämlich auch bei Yachten. Ich habe mir natürlich auch im Vorfeld ein paar Bilder angeguckt, wie sehen so Yachten überhaupt aus. Ne? Die guckt man ja anders an, mit einem anderen Auge, wenn man die nachbauen will. wie wenn man die irgendwie, ne, kann man so Treppchen runter, da kann man dann einsteigen. Ist meistens hinten so eine Plattform noch, wo man dann runtersteigen kann, ne? Und jetzt gucke ich mal, wie ich das jetzt hier hinkriege mit dem Yacht-Dingens an sich. Natürlich sollen wir bis zum Rand hier hinkommen, ne? Da muss man dann, das darf nicht zu weit in der Mitte sein, sonst haben wir erstens mal keinen Platz mehr. Und zweitens mal, ich will jetzt mal hier so anfangen, das Ding hier. Ja, nach hinten haben wir eher noch so eine Terrasse, vielleicht sogar mit Pool irgendwie noch, ne? Aber das wird hier schon, ist gar nicht mal so viel Platz, wie wir haben. Leute, das wird jetzt hier knifflig, würde ich sagen, ne? Wir machen das mal so. Müssen wir erstmal ausprobieren. Da haben wir jetzt die niedrigste Wandhöhe. Ja, genau. Das muss nämlich sehr niedrig alles sein, sonst sieht es komisch aus. Gucken mal, ob wir vielleicht doch noch die mittlere irgendwo mal rein oder vielleicht da vielleicht die mittleren oben vielleicht dann die... Ja. Und oben nach oben hin muss die auch schmaler werden, die Yacht. Und ja, ich würde das jetzt einfach mal, jetzt so machen. Und dann hier so rüber und da zurück. Und das vielleicht mal so hart als Basis. Und vorne muss dann natürlich auch noch ein bisschen was rauskommen. Wie können wir das denn machen? Müssen wir vielleicht mal so und dann geht es mal so ein bisschen schräger. Wir dürfen nicht so weit in die Schräge gehen. Das ist eigentlich müssten wir es so, das ist ein bisschen zu weit. So weit will ich gar nicht vor hier. Aber wir haben ja hier noch, da müssen wir auch noch die Lücke natürlich füllen. Das machen wir mit so Platten aus Wellnesszeit, würde ich sagen. Die kennt ihr bestimmt auch, ne? So, machen wir das mal. Yay, hallo. Der Kutter, der wächst hier. Ja, oder? Wie macht man das hier? Das ist ja eigentlich mir zu wenig spitz da vorne noch, muss ich sagen. Das ist irgendwie noch nicht so ganz meins. Ich probiere das mal anders. Wir gehen nämlich hier dann wieder eins rein.
Und dann hier so vielleicht, ne? Ja, das ist, glaube ich, besser. Und oben drüber machen wir dann das Geländer. Das mache ich jetzt mal mit einer Halbwand, genau die. Ich will das vielleicht dann so machen, dass das dann weitergeht einfach, ne? Dann ist das so ein bisschen... Ja, das ist immer so eine Form. Das ist ganz schwierig, so eine Form hier richtig hinzukriegen. So, und da am Rand soll man da laufen können noch, ne? Dann machen wir das doch noch eins weiter hier, ne? Ja, machen wir das so, oder? Soll man da laufen können? Ich weiß noch nicht. Ich mach das mal so jetzt, ja. Das sieht wieder aus wie so ein... Es sieht aus wie ein Hausboot, natürlich, weil es quadratisch ist. Und die Yacht ist eine total... Es ist eine Form, ne? Einfach. Eine Yacht ist... filigran, es sind freie Formen, stromlinienförmig, das sind eigentlich nicht so Kästen, aber das will man tun, ne? Wir sind halt hier in die Sims 4, aber ich glaube, wir kriegen das trotzdem gut hin, weil wir doch kreative Leute sind, oder? Sage ich doch jetzt mal hier einfach, für euch auch gesprochen, natürlich, was ihr mir für tolle Ideen habt. Wir machen da vorne mal bitte 2 und dann hier so 3 dann, müssen es 3 sein, ja? Und dann hier so wieder zurück. Das wäre da vorne auch nochmal so und so, das ist der Kapitäns Kajüte hier, ne? Ich mache jetzt hier mal die Decke auch. Darfst du gern bauen hier. Da unten machen wir auch mal Decke bauen. Dass wir den Boden haben. Decke bauen, so. Ups. Und da machen wir jetzt ein Dach, genau. Das habe ich nämlich so vor, dass wir das so irgendwie machen. Und dass wir da noch mehr diese Form reinbekommen. Vielleicht wölben wir das auch so ein bisschen und machen das irgendwie so. Und das packen wir bis ganz nach vorne. Und in die Mitte vorne machen wir dann nochmal eins. Und ich glaube, das wirkt dann gar nicht so schlecht, ne? Wenn wir mal angucken, wie wir das jetzt wieder, die Deichsel, Leute. So irgendwie, ne? Das müsste schön gewölbt sein, so ein bisschen. So, ja, nicht so weit, vielleicht nur so ein bisschen. Ein bisschen da, so ein bisschen zurück noch. Vielleicht den noch weiter hoch, dass das hinten dann wieder zusammenführt. Nämlich so ein Spoiler irgendwie. So. Ich muss es auch erstmal ausprobieren. Leute, jetzt hier, guckt mal nicht so kritisch. Ich bin sicher, das sieht gut aus am Ende. Ihr habt bestimmt auch schon das Thumbnail gesehen. Sonst hättet ihr das Video gar nicht angeklickt. Sieht das am Ende nicht gut aus. Ich weiß noch nicht, ich muss das mir selber noch überlegen, so ein bisschen. Ja, gucken wir mal. Wie sieht das denn? Wow, guck mal, sieht schon gleich viel besser aus in diesem Licht, ne? Jetzt fehlt natürlich noch was Essentielles, und zwar die Fenster. Und da nehme ich schöne schwarze Fenster. Ich würde sagen, so getönte. Wo ist denn das jetzt hier? Wir haben da nur die niedrigste Wandhöhe. Müssen wir gucken, genau. Das hier aus Wellness-Tag, weil das ist schön schwarz hier. Das ist so privatsphäre-mäßig. Wow. Oh, da gibt es auch ein schönes breites dann hier. Dann machen wir das doch so, oder? Wie sieht das denn aus? Ich glaube, das passt so ganz gut. Oh, da passt es leider nicht. In Dreierfenster haben wir nicht nur das aus Großstadtleben. Das gucke ich mir mal an, ob das so passt. Das Großstadtleben, ein Fenster. Wo ist denn das? Das ist, glaube ich, nur in Zweierhöhe erhältlich. Das ist, glaube ich, nur in mittlerer Höhe erhältlich. Ne, das hier. Ja, das wäre ein Dreierfenster nämlich gewesen. Scheiße. Na, da machen wir doch einfach. Da gibt es auch noch das Einfache. Gibt es das nicht, ne? Das gibt es, glaube ich, nicht. Nee. Da gibt es auch noch das Einfache. Wo ist das? Das hier. Dann machen wir das eben vorne hin. Das ist auch okay. Dann machen wir da auch ein anderes, dann noch, da kann man besser rausgucken. Jetzt nehmen wir mal eine Wand. Da brauchen wir natürlich eine schöne, weil die Yachten sind weiß, ne, ist klar. Da müssen wir eine schöne weiße Yachtenwand nachmachen. Ich weiß nicht, ob wir da vielleicht sogar, nee, das ist zu steinig. Aber irgendwas Cooles muss es sein, irgendwas. Es soll schon irgendwie ein bisschen glänzend sein, also ein bisschen metallisch. Also natürlich, ne, nicht so, also... Ja, es ist schwierig, glaube ich. Es ist echt schwierig, glaube ich, deine Farbe zu finden. Weil man es nur falsch machen kann. Ja, es ist, ich glaube, das passt schon ganz gut. Wir brauchen auf jeden Fall hier noch Form. Vielleicht können wir das Dach einfach hier auch nochmal nehmen. Dann nehmen wir einfach das Dach hier, ne, und platzieren das vielleicht da unten. Dann kriegen wir da auch noch eine Stromlinienform irgendwie so ein bisschen rein. Natürlich nur dann integriert in die Wand. Dann müssen wir das hier breiter machen. Das müssen wir da reinnehmen, nicht dann. Es geht gar nicht, wieso geht das nicht? Nicht in geschlossenen Räumen platziert werden. Wieso nicht? Das muss gehen. Jetzt müssen wir das hier bis nach hinten durch. Wieso geht's denn da? Da geht's doch. So will ich das haben. Guck mal an hier. Wieso geht es hier nicht? Muss doch gehen. Dächer können nicht in geschlossenen Räumen. Ja, aber du liegst ja außerhalb. Na, das ist blöd. Was machen wir denn?
Was machen wir denn? Wir machen hier einfach auf. Wir machen jetzt erstmal auf. Das kriegen wir noch hingebacken. Das kriege ich. Jetzt gucke ich mal, ob es daran liegt. Nämlich mal gucken, hier haben wir nochmal eine Wand hier. Was ist denn das? Ach, das ist das Dach jetzt. Ach nee, das geht ja gar nicht, weil da müsste ja schon ein geschlossener Raum eigentlich sein. Aber vielleicht, was ist, wenn die jetzt dazu machen, dann geht es doch wieder weg, oder was? Ach, scheiße. Tja, schöne Idee, aber leider geht's nicht. Na toll. Jetzt gucke ich nochmal, ob wir das irgendwie hinkriegen. Das muss natürlich schon irgendwie passen. Ich will das nämlich so haben, wie ich das haben will. Was ist denn, wenn wir das, wenn wir das einfach, das geht nicht, dann muss rausgucken woanders. Wenn wir das einfach hier rausgucken lassen, dann müssten wir hier das, genau, dann können wir nämlich hier das machen. Ja, guck mal an hier. Dann können wir hier das nämlich nehmen und innen drin ist es weg, hoffentlich. Ja, hoffentlich. Ja, genau, so muss es sein. Yay. Dann haben wir auch noch so ein bisschen gewölbt, oder? Dass es so ein schönes Wölbedach ist, wie oben auch. Wie immer noch kritisch guckt, ich sehe es richtig an euren Nasen hier. Ja, ja, nicht nur ihr könnt mir zusehen, ich kann euch auch zusehen, ja? Glaubt mir nicht, ne? Werdet ihr noch hier merken bald. Ich habe das jetzt kopiert, damit das hier gleichmäßig ist. Wir müssen da eigentlich bis nach vorne anschließen, ne? Dass wir da bis nach vorne hin da dran sind, so, ne? Wir machen das auch bis da nach hinten hoch. Will ich sogar so lassen dann, so ein bisschen tiefer. Ich kopiere mir das jetzt doch nochmal anders, dass das hier nochmal... So, oben darfst du da nicht rausgucken. Ich kopiere das jetzt nochmal, weil ich genau dann den Winkel eben hier auch wieder will. Und das kommt hier so rein. Wo waren wir? Da waren wir, glaube ich, ne? Da oder da? Ich weiß nicht, da, glaube ich. Ja. Okay, dann haben wir das so. Dann machen wir vielleicht doch nochmal eins weniger, oder? Das ist hier nicht so. Dann können wir da nämlich noch ein Fenster platzieren. Das finde ich, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn da unten noch so ein Fenster ist. Ja, auch so. Hier dann auch. Da kann man auch noch vorbeilaufen. Die Sims brauchen nur ein halbes Kästchen, um wo zu läufeln. Und da machen wir auch so Fenster hin. Dann nehmen wir gleich direkt die auch. Machen wir das. Wir machen wir es so, so und so. Und dann hier vielleicht noch so zwei, so ums Eck rum. Da können wir eventuell mit so Säulen so ein bisschen was machen noch. Gestechte See hier. Guckt mal an hier. Wahnsinn, oder? Ist das geil oder ist das geil? Sorry, aber das ist doch geil. Hey, ich bin happy. Leute, wir können da unten auch noch ein bisschen was so ab, dass wir das noch mehr irgendwie so stufenmäßig machen. Wie gesagt, wir kriegen halt sonst keine anderen Winkel. Wir müssen das irgendwie so uns formen irgendwie, dass das hier so mehr irgendwie, oder? Und dann hier eventuell noch so eine kleine, ich weiß noch nicht. Wir müssen uns einfach mal angucken. Vielleicht so eins oder zwei oder wie machen wir das? Das so irgendwie so stufig machen. Wisst ihr, wie ich meine? So stufig. Dass das so mehr und mehr nach hinten hoch so wächst irgendwie. Da müssen wir eigentlich noch eins weiter rausgehen. Da vorne haben wir eigentlich Luft auch. Ein bisschen komisch aus jetzt so, ne? Aber es ist, ja. Ja, man muss es, glaube ich, im Gesamten dann sehen. Also es ist so ein bisschen, da gefällt so ab, ne? Da wird es hier niedriger, wird es hier wieder niedriger. Okay. So ist, glaube ich, ganz okay, oder? Wow. Wir brauchen da hinten noch, ich bin voll happy. Wir brauchen da hinten noch irgendwie so ein, ich will da irgendwie so eine Art, wieder Tag hier. Braucht da hinten noch so eine Art, sowas. Geht da mal hier runter bitte. Genau. Und da brauchen wir so ein Balkon oder so. Und das ist diese Sonnenterrasse. Die machen wir, dann brauchen wir noch eine Treppe. Dann müssen wir das hier machen. Ja. Wir müssen ja noch eine Treppe hoch machen auch noch, ne? Das ist auch so typisch. Dass einfach so eine Treppe doch hoch geht. Da muss hier das Dach aber ein bisschen niedriger, sonst haben wir das hier vor der Fresse hier. Wir müssen hier oder gehen die Dächer weg bei einer Treppe. Da müssen wir mal gucken, wie das aussieht. Nee, da brauchen wir eine Treppe, die geschlossen ist hier. Da darf keine offene sein. Wieso geht das jetzt hier nicht? Ich kann keine Wände überschneiden. Aber ich überschneide doch gar keine Wände. Ich will doch hier. Achso, da ist die Wand von dem Dach. Ja gut, okay, dann muss es doch hier die Wände überschneiden. Okay, also darf es nicht. Wenn wir das so, also auch okay, dann hat man oben mehr Platz zum Hochkommen. Ne, die Wand will er nicht, aber wir können das hier so nach innen. Aber es muss trotzdem nur ein Stück tiefer. Hier haben wir ja nichts, dass ich hier, dass wir gerade so da, ja. Wenn wir das so und du auch so tief wie das andere, bitte so. Und dann können wir nämlich da jetzt nochmal so ein Bodenplättchen da platzieren. Machen wir doch auch so direkt. Und hier auch. Dann kann man da auch rüberlaufen. So, ne?
Ja, dann kommt man da vorbei noch ein Stück. Ich will das nicht nämlich enger machen. Also eineinhalb Kästchen wären perfekt, aber im Notfall jetzt hier, also wenn ich das jetzt hier noch schmaler mache, wir haben überhaupt keinen Platz dann mehr. Und ich glaube, das ist dann auch ein bisschen... Ja, das sieht dann so mini aus. Ich weiß es auch nicht. Ich wüsste, wie ich meine. So ein bisschen mini. Mini da oben, oder? Hat irgendwie auch wieder was, dass das so innen versetzt ist, ne? Aber das ist zu wenig. Nee, das ist zu klein dann auch alles. Das ist eine fette Yacht und kein Kutterdampfer. Da oben kriegen wir auch noch Sachen hin, wie wir das hier oben schön hier gestalten. So, dann machen wir sowas. Oh, das ist toll, oder? Oh, ist das geil. Sollen wir das bis zum Rand machen oder eins weniger? Ich würde es jetzt mal so weit ja lassen, irgendwie sogar schon. Vielleicht können wir, oder können wir da unten, oder wir machen das, nee, wir machen das ein schmaler. Und dann kann man da oben so eine kleine Sitzecke, doch, das ist gut. Und da unten machen wir den Pool rein, den richtigen Pool. Das andere ist der Meer. Ja, man muss sich halt vorstellen, dass man mit dem Ding in den See stechen kann. Mensch, ist da wohl hier, wir sind doch alle kreative Leute. Das ist aber ein Mini-Pool jetzt, ne? Das ist ein Mini-Pool. Aber Mann, das ist halt blöd. Was machen wir denn da? Sollen wir da weiter nach innen gehen? Aber es muss ja eigentlich von der Ding her, muss es eigentlich hinten abfallen. Eher wieder so, ne? Das sind die Yachten. Da können wir noch ein Dach machen oder so. Ein Sonnendach. Nehmen wir doch die gleiche Ding hier nochmal. Gehen einfach eins weiter hoch quasi, Kästchen an, so. Und platzieren das hier drauf, ne? Das ist doch, hier haben wir da nochmal ein Dach. Das wird natürlich hier wieder schmaler. Haben wir das nämlich simultan als Dach gleichförmig hier. Und jetzt kommt der Wellness-Tag Gitterdings, ne? Weil der hat keine Pfosten. Yeah. Yes, alter Schwede, ist das geil. Ja, ist doch wahr hier. Oh, wir können das auch nur hier. Oh, das sieht ja geil aus, wenn da noch so Glas dann rausguckt. Ja, guck mal einer an hier, was der Daniel baut. Das ist doch mal was Geiles. Okay, jetzt müssen wir hier mal weiter gucken, oder? Wir müssen jetzt erstmal. Ich will eins nach dem anderen. Ja, ich weiß. Oder sowas. So ein Zäunchen, da können wir auch machen. Eieieiei, das ist auch voll toll. Oh, ist das toll. Dann machen wir nämlich. Ah, ich weiß. Wir machen die Halbwand einfach. Ist das schon die? Ist das schon die? Ja. Welche würde ich die niedrigste vielleicht sogar machen? Und dann dafür. Jetzt wartet mal ab hier, weil dann sieht das nämlich noch cooler aus, weil die Fenster dann mehr zur Geltung kommen. Dann machen wir hier on top das Glasdings drauf. Boah, ist das toll, oder? Ist das geil? Das hat auch so ein bisschen was Maritimes, ne? Diese, finde ich, ne? Oh, ist das filigran hier, krasser Scheiß hier. Ich soll am liebsten überall platzieren, das Zäunchen, aber hier passt es natürlich auch nicht mehr. Das ist so dieser Maschinendings hier. Das ist meistens so, dass vorne dann hier noch was offen ist. Und vorne, bis ganz nach vorne kommt man ja auch nicht hin. Und da machen wir überall, wo wir Halbwände haben, machen wir dann so, so weiße natürlich. Und der Boden, der muss auch weiß werden. Da gibt es ein schönes weißes Holz, so ein richtig schönes. Was nehmen wir denn dafür ein? Mal gucken, wie das aussieht. Wie das aussieht, zeig's mir doch mal. Ja, da wäre ein schönes weißes Holz. Die sind alle ein bisschen gelblich hier auch wieder in dieser Nachbarschaft. Welches ist am weißesten? Man hat einen Weißholz-Contest. Farben. Ist nämlich ganz schwierig hier in diesem Spiel ein weißes Holz zu finden. Das sieht jetzt am weißesten aus im Thumbnail, ist aber am gelbsten, am kaputtesten im echten Leben. Im echten Leben. Das ist eigentlich ein ganz schönes Holz. Das ist aus Großstadtleben. Ich glaube, das nehmen wir auch, weil das ist so ein bisschen kleinteiliger. Und... Das glänzt auch, ne? Das hat so einen Glanzschimmer drin. Das ist dieser Sportboden eigentlich. Wow, Leute, ich bin verliebt in mein neues Projekt. So, dann haben wir das so. Das passt auch schon mal ganz gut jetzt, oder? Haben wir doch mal, ja, erstmal eine solide Basis hier geschafft. Wir nehmen jetzt, irgendwie fehlt mir da oben nochmal so ein Bogen. Ich müsste da nochmal irgendwie so einen Bogen, oder? Wie sieht das so aus? Probieren wir aus. Da nochmal so ein Bogen, aber das ist irgendwie so. Ja, da muss nochmal sowas hin, aber vielleicht nicht ganz bis hinten, ne? Wie machen wir das nur irgendwie so bis dahin oder so? Dass das nochmal so ein bisschen mehr. Hey, oh, I love it, Leute. Ich liebe das, dieses Ausprobieren, dieses Rumfummeln. Ich liebe dieses Rumfummeln. Und es macht ja nichts aus bei den Fenstern. Das sieht man dann halt nicht raus, aber who cares? Was ist das toll?
Das ist toll, das ist ein richtig schönes, so richtig vor mir, so eine Yachtform jetzt geworden. Das ist jetzt noch einfärben, Leute. Da können wir hier das Logo vielleicht sogar hinmachen. Wisst ihr, was ich gerade denken muss an die Geissens irgendwie? Ich weiß auch nicht warum. Das ist ja echt so cool. Die haben auch so eine Yacht. Ich gucke die voll gern, weil die sind so. Die sind halt so, ne? Wie ist das denn? Ah, ist das cool? Ja, das kann man da zwar nicht mehr vorlaufen, aber das ist mir egal. Das sieht so geil aus jetzt. Dann müssen wir jetzt hier auch noch vielleicht eine ganz enge Leiste, hier nicht so eine Leiste, sondern so eine Dachleiste dahin machen. So eine, oder? Ah, die sind ein bisschen schwer, ey. Ein bisschen schwer. Aber wir können es ja nicht so lassen, wie es ist. Und die nach innen, die sind so ein bisschen komisch, muss ich sagen. Die sieht man da erstmal gar nicht. Und die sind halt ja dann eben die am ehesten noch, oder? Weil die haben da dann. Ja, das sieht ein bisschen plastik aus irgendwie. Und die sind halt da, ja, nee. Und die sind definierter, aber die sind nicht so, ne, das für windmäßig würde ich eher das jetzt hier nehmen. Nehmen wir doch das einfach, ja. Das erste. Ausnahmsweise, oder? Ihr könnt natürlich immer gern kommentieren, wie ihr was findet. Und da machen wir jetzt ein Logo hin und ich glaube, ich weiß auch schon welches. Dann nehmen wir jetzt dieses Leuchtschild da. Das hier. Ja, wow, das machen wir einmal größer, ne? Wow, hallo. Das ist ein ziemlich modern Yacht hier. Komm, das können wir auch hier auf die andere Seite. Klar, schöner Scheiß hier. Oh Mann, ja, ich bin voll happy. Guckt euch das mal an, das ist ja geil. Ja, jetzt müssen wir hier uns das bisschen aus... ich bin voll baff hier. Ist mir egal, wenn ich mich selber loben, dass manchen nicht passt hier wieder. Das weiß ich jetzt schon wieder. Aber es ist mir wirklich... komplett egal. Ich muss jetzt hier mal gucken, wie wir das jetzt am besten auskleiden. Wir müssen natürlich den Platz, den wir mitnehmen wollen, noch mitnehmen auch. Und das Problemchen ist jetzt, liebe Leute, das Problemchen ist, dass wir hier Pool haben und wir müssen den Pool entfernen. Es bringt nichts, weil wir müssen erst einmal wegmachen und dann wieder neu hinmachen. Aber das kriegen wir jetzt auch noch hin. Das wäre doch gelacht. Jetzt müssen wir erstmal die hier machen. Da müssen wir mal gucken, wie weit wir da jeweils rauskommen. Dass wir da mal bis zum Rand gehen auch. Okay, die können wir ab, weil die haben jetzt noch die Umrandung, aber die können wir abschließen. Dann machen wir das so. Das muss dann hier und das muss dann... nee, da muss das hin. So. So weit kommen wir auf jeden Fall raus. Da können wir nochmal so eins probieren. Das probieren wir, gucken wir uns gleich mal an. Ob das denn passt, weil wenn wir da jetzt die Fundamentwand, die flache nehmen, dann schwindet das denn wieder, ne? Genau. Hoffentlich komplett. Ja, ist richtig. Sehr gut. Ja, da kommt noch so ein Stückchen raus hier. Scheiße. Ah, das ist egal. Das passt schon. Aber das sehen wir, dass wir unsauber, ein bisschen unsauber. Vielleicht können wir das noch ein bisschen rüberschieben dann. Ja. Ich hätte schon gern glatt gehabt. Das kriegen wir auch noch hin. Come on. Aber dass wir jetzt erstmal so eine Basis haben, wo wir überall laufen können, weil da holen wir uns jeden Millimeter Platz, den wir kriegen können. Und ja, ohne Rücksicht auf Verluste machen wir jetzt hier, genau, so weit wie wir raus können, machen wir das jetzt hier auch. So, weiter geht nicht, ne? Das ist Ende Gelände. Da hinten können wir noch eins. Ist dafür noch eins weiter, ne? Da müssen wir es so, oder? Nee, das reicht nicht mehr. Das ist schon zu spät jetzt. Aber sag mal, das stimmt doch hier auch irgendwas nicht. Das ist hier irgendwie so ein bisschen... Das muss hier weiter rüber. Hey, vorhin schon gedacht, weil hier ist ein bisschen weniger Platz als hier, ne? Naja, das Ding hier ist näher dran an der Wand. Da können wir noch ein bisschen sparen hier. Können wir noch ein bisschen sparen. Dann kriegen wir dich nämlich auch nachher noch ein Stück weiter raus. Und dann passt das wieder. Das muss ein bisschen hier eins weiter noch ein bisschen... Okay, jetzt gucke ich erstmal, dass wir hier die Fundamentwand komplettieren. Dass wir die auf jeden Fall, die weiße, dann nehmen und die überall noch schön, das ist auch überall jetzt hoffentlich so, ne? Ja. Jetzt können wir den Boden wieder drauf. Und den Rest müssen wir jetzt ausfüllen mit, können wir da nicht noch ein Kästchen machen? Dann muss er gehen. Da hinten ist so, genau, das hat noch gefehlt. Guck mal, das hat noch gefehlt. Kriegen wir noch hin, ja. Dann können die Sims da nämlich auch rumlatschen hier. Dann müssen wir natürlich jetzt hier wieder unsere Halbwändchen da, hinpapsen, aber so ist da. Hey, guck mal, wir haben fast komplett ausgenutzt hier. Sehr schön. Und diese Lücken, die müssen wir jetzt schließen. Und da weiß ich auch schon, da machen wir das mit den Platten da, die ich auch genommen habe beim Modern Bungalow Haus, für das Dach. Diese weißen Wellnessplatten, ich zeig's gleich. Ich mache jetzt hier erstmal das Ding hier nochmal zu. Haben wir es so gehabt, glaube ich, ne? Ja.
Ah, die besten repariert hier, repariert. Dann nehmen wir einfach, genau, jetzt müssen wir erstmal wieder den Pool hier zurückbauen. Klaro, der Pool, der muss natürlich jetzt hier gebaut werden, wo das Ding ist, hier die Grenze, ne? So, ich hoffe, das habe ich jetzt richtig so. So, 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 so. Yes, ja, so ist perfekt. Genau, so will ich das haben. Und dann müssen wir jetzt die Platten nehmen, und zwar aus Wellness-Tag. Und die sind bei den Brunnen, glaube ich, drin, ne? Sind bei den Brunnen, da, die da. Platte, steinerne Schönheit. Ja, eine wirkliche Schönheit hier auch in The Sims 4. Sie sehen hier die Platte der steinernen Schönheit. Perfekt für Yachten. Von Daniel auch gemacht. Wir verkaufen diese Platte für 215 Simoleons. Hier sind dann Schaden hier, ne? Wenn wir mal ein Schiff bauen, dann zocken die dann voll ab hier. Hoffentlich ist das seefest alles auch, ne? Können wir das nicht irgendwie, dass das hier vielleicht so ein bisschen runtergeht sogar? Das finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht, wenn wir da nochmal sowas, dann haben wir nicht dieses Geflacker, weil ich merke gerade, wenn wir die nämlich vergrößern und die dann ja ineinander platzieren, dann hätten wir ja, guck das raus, nee, das kommt nicht mehr raus. Wir haben ja eine solide Wand hier. Weil dann haben wir hier das Geflacker wieder, deswegen muss ich die nebeneinander platzieren und da guckt es jetzt raus natürlich, weil wir da müssen wir noch weiter raus, wie gesagt. Dir hier, du bist noch nicht ganz so unser Freund hier, ne? Und hast immer noch so eine Fundamentwand-Ecke hier. Ne, 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 weg da. Weg, du guckst dir raus, du darfst nicht rauskommen. Wir müssen das noch weiter rüber hier schieben. Guckt jetzt da raus. Ein blödes Ding. machen wir euch einfach so rum, ne? Wir sind ja auch nicht blöd hier. Mensch. Zickt ihr hier mir rum hier. Da musst du genau in die Mitte hier sein, ne? So. Flackert ja nicht mal allzu gut. Und da können wir jetzt vielleicht noch so eine kleine drunter fummeln. Dass wir hier so einen Abschluss haben einfach, ne? Ach, es kommt. Zickt nicht rum. Das ist jetzt wieder ein bisschen zu schmal. Soll ich das jetzt so rum? Bist du hier wieder? Das ist ja gut. Ja, das muss auch nicht. Das muss auch nicht alles. Ja, da oben fehlt noch ein kleines Eckchen, aber das ist ja wieder so eine Sache. Also kommt mal hier. Das kriegen wir doch so hin jetzt viel besser. Mal gucken, dass du hier weiter wirklich milliger bist hier. So. Die verstecken wir hier, gucken, dass nichts rausguckt. Vorne für die Spitze müssen wir uns noch was ausdenken, aber die ist zwangsweise so. Weil wir den Winkel haben, ne? Da gibt es immer eine Aussparung. Aber es ist auch irgendwie, finde ich, ein bisschen vernachlässigbar hier. Und da am Rand müssen wir jetzt auch nochmal gucken, was wir da denn machen. Vielleicht legen wir da einfach auch so ein Gitter drauf oder so. Da gibt es doch diese Gitterteppiche. Auch nochmal angucken. Ansonsten packen wir da einfach auch so Dinger hin. Das sind ja immer irgendwelche Sachen da an den Rand. An den Rand hier, an den Rand. Das Gitter an, dann kommen wir nämlich weiter raus, glaube ich. Nein, nee, das lässt er mich nicht weiter raus hier. Lässt er mich nicht weiter raus? Ich glaube es ja nicht. Manchmal eins weiter größer hier ein bisschen. So, und dann machen wir einfach hier die Lücke. Ist zu hier geflickt und fertig ist hier. Gut ist. Oder? Sieht komisch aus, ne? ja, man muss halt jetzt gucken, was machen wir jetzt da? Also ich nehme jetzt mal, ich glaube, wir haben da, die sind die bei Teppichen, ne, ich glaube, die sind nicht bei Teppichen, ne, die Gitter. Die sind bei, oh, was sind denn die Gitter? Die sind einfach so Leisten und vielleicht machen die größer oder so. Das sieht ja auch mal ganz, ganz, ganz gut aus. Wenn wir da nochmal so eine Leiste haben oder so, da kriegen wir irgendwas, kriegen wir da gebacken, ja. Das wäre, ich habe aber keinen Zweifel dran. So, dann müssen wir natürlich in den gleichen Winkel machen wie die Wand. Ja, dass wir das so irgendwie machen. Come on. Ist doch hier cool hier. So machen wir das. Ja, komm. So kleine Lücke stört dann auch nicht mehr. Und noch eine dritte und die hier flackern hoffentlich nicht. Und dann leuchtet es auch noch schön als netten Nebeneffekt. Hier haben wir das auch noch. Und das machen wir hier so bis zum Rand rein. Das sind dann wieder die Details. Ja, das sind dann die Details. Komm jetzt da. So. Hallo? Come on, das ist doch in Ordnung. Die kleine Lücke da denken. Wow. Das ist ja nice. Guckt mal, wir haben da unten, die Dinger leuchten ja. Ah, was? Nein, die Dinger leuchten ja, diese weißen Wände bei Nacht. Ach, ist doch geiler Scheiß, oder? Verdammt. Ein bisschen Glück muss man auch immer haben, ich gebe es zu. Also, das ist schon auch ein ausschlaggebender Punkt hier. Also, das ist, ja.
Wir haben die vergrößert zweimal, glaube ich, ne? Machen wir das nämlich hier gleich auch nochmal fertig hier. So, auch wenn es wieder eine lange Baufolge wird. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt und gedacht, what? 35 Minuten schon wieder, Daniel. Was machst du denn? Das ist doch egal hier. Wir haben noch Zeit, oder? Haben wir Zeit? Ihr habt bestimmt vorgespult wieder. What? What? So, komm jetzt hier. Lass mich dich hier drin platzieren. Mensch, da, lass mich doch. Was ist jetzt los hier? Komm, lass mich dich doch da platzieren. Da stimmt's wieder ein bisschen. Da ist ein bisschen mehr Lücke wie auf der anderen Seite. Da haben die Bootsbauer krumm gebaut. A la Daniel, ne? Sind wir jetzt die Corporation. So, gucken, ob du kannst noch raus. Na, guckst du raus? Na, ein bisschen, aber das ist okay. Das kann auch irgendein Macken sein. Und jetzt wollte ich aber trotzdem nochmal gucken, weil wir haben da so coole Gitter. Wo sind denn diese Schande? Also da gibt es ja die, aber da gibt es auch noch andere. Obwohl, die können wir eigentlich, die passen eigentlich schon, ne? Weil die können wir da auch da so hinmachen, oder? Die rutschen immer weg, weil da das Fundament kommt. Die sind so nervig, weil das ist ja dieses Wasser, was dann da immer reinkommt. Das muss ja auch irgendwie ablaufen. Wenn das Wasser muss ja irgendwie von Deck wieder kommen. Da wollen wir es nicht haben, das Wasser. Wenn zu viel Wasser an Deck haben, dann geht das Schiff unter. Na, guck mal an, das ist auch eine schöne Sache hier wieder. Ne? Da machen wir es schön bis zum Rand, auch hier. So, zwei Stück. Hält besser. Gehen wir ein bisschen weiter rein, auch noch hier. Da so. So. Ja. Ja. Ah, schade, dass das nicht so schön weiß ist, dieses blöde Dings hier. Wollen wir denn da jetzt angefangen wieder auf dieser Ding? Ja, damit da. Verfolge die Linie. Die? Ist es die? So, wir gehen jetzt einmal hier so rüber. So. So, jetzt bin ich zweimal verrutscht oder so, ne? Wir machen jetzt einfach dahin. Das ist auch. Ah, das muss schon symmetrisch sein, sonst sieht es nachher Scheps aus. So. Und da machen wir es frei, weil da guckt keiner, ob das stimmt so. So. Wir haben ja eine bisschen höhere Abweichung, aber das ist in Ordnung, oder? Wie kommt man eigentlich aufs Schiff? Braucht man eine Brücke, ne? Schreiben bestimmt 100 Leute jetzt schon in den Kommentaren. Wie kommt man eigentlich aufs Schiff? Ja, jetzt guck mal, ist die erste Folge, Leute. Wir sind ganz roh, das ist kompletter Rohbau noch. Da ist noch gar nichts eigentlich. Ist noch gar nichts. Die erste Folge ist immer Ideenfindungsphase und das gebe ich jetzt an euch weiter, weil jetzt seid ihr dran. Wie findet ihr dieses Projekt? Was würdet ihr wie machen? Was fehlt noch? Ich weiß, dass da überall noch Lücken sind. Ich weiß, dass da Gras ist, ne? Es ist kein Garten. Aber jetzt mal so im Ernst, ne? Also wie findet ihr das? Wenn ihr es scheiße findet, auch gern schreiben. Also ich bin begeistert. Ich finde es cool, was man alles machen kann. Muss mich öfters mal an so Projekte wagen. Ich dachte immer, das geht nicht. Das geht nicht. Ich habe schon mal irgendwie von irgendjemandem, ich weiß, es ist schon ewig her, ich glaube, es war sogar zum Release von Sims 4, da gab es noch keine Leisten und alles Mögliche. Aus Packs habe ich mal einen Kutter gesehen, ne? Als Boot, was jemand gebaut hat. Also so ein, wie so ein Hausboot-Kutter. Und, aber ich wollte eine Yacht bauen und ich dachte, boah, bam, mit diesen Dingern, da kriegst du das hin und so. Ja, und jetzt haben wir das Ding. So. Vielen lieben Dank euch fürs Zuschauen. Das war's für heute mit dem Boot und mit der Yacht, mit der Modern Yacht. Ja, Modern Yacht. Aber also modern halt, weil es modern eingerichtet ist. Ich meine keine rustikale Yacht, aber ja. Ja, ja, das war's. Vielen lieben Dank euch. Daumen nach oben nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge hier zur Yacht. Oder natürlich jetzt dann einem anderen Video eurer Wahl. Guckt mal in die Let's Build Playlist rein. Da gibt es noch mehr von diesen crazy Reihen von mir. Ja, also ganz, ganz verrückte Sachen. Auch ein Star Wars Restaurant in Form eines AT-AT. Das sind diese riesigen Maschinen auf vier Beinen. Oder sowas. Ich habe schon mehrere crazy Sachen auch gebaut, die so ein bisschen zweckentfremdet wurden. Guckt da mal rein, wenn euch sowas interessiert. Wenn ihr ein bisschen da so ein bisschen Inspiration vielleicht braucht, um selber was Cooles zu bauen, was Neues mal auszuprobieren. Und ich bin wie immer gespannt auf eure Screenshots und Bilder, wie ihr jetzt das umsetzt, weil ich weiß genau, dass ihr das jetzt auch so irgendwie mal wieder rumbasteln wollt und das soll ja auch so sein, dass ich euch so ein bisschen so einen Ansporn gebe, wie wir das hier, wow, wir schwimmen dem Sonnenuntergang entgegen. Um euch das so ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen Bock zu machen, mal wieder was zu bauen oder so, das sehe ich so mittlerweile als meine Aufgabe irgendwie und ich weiß, dass ihr ganz kreativ dann seid und ja, vielleicht auch was ganz anderes kommt dadurch, durch das, was ich baue und dann vielleicht denkt, oh, ich würde das aber so machen, aber guck mal, hier können wir doch das Objekt benutzen, um das mehr wie ein Schiff aussehen zu lassen und so weiter. Also haut in die Tasten, zeigt die Screenshots auf Twitter, Instagram, Snapchat,
Snapchat und Co. Alle Links zu mir findet ihr in der Videobeschreibung. Ich freue mich drauf und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.